Salü, meine Freunde. Nun, heute, beziehungsweise gestern Nacht, ist mir ein Geistesblitz gekommen. Ich hatte mir gedacht, ja, okay, hey, cool, mache ich doch mal ein Tutorial über 3D Motion Tracking. Ich meine mich zu erinnern, ich hatte damals mal ein Tutorial gemacht über normales Tracking. Und deswegen ist es hier mehr oder weniger mal ein Part 2, wo ich gedacht habe, okay, cool, mache ich das doch mal. Und zwar so wie es am Ende aussehen. Wie ihr sehen könnt, ist der Ball, hatte ich schon mal benutzt. Im anderen Video nur eine andere Farbe. Genau, hier seht ihr einfach, ich bewege meine Kamera, aber das Objekt, eingefügte Objekt, das bleibt halt am Ort und Stelle da, wo es hingehört. Also kann man ganz geile Sachen mitmachen. Kennt ihr vielleicht aus Iron Man dieses geile, na, Hologramm, was sich da, was der Typ da hat? Das ist ziemlich episch. Genau, und das ist eigentlich, wie es funktioniert. Deshalb nehmen wir als erstes mal unsere, wo haben wir die? Unsere Komposition. Machen eine neue. Dann machen wir eine neue Ebene und zwar ein Nullobjekt. Das Nullobjekt könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Ich tue es nicht. Dann wählen wir unser Footage aus, unser Bild und gehen bei Tracker. Wenn ihr es nicht habt, also wenn ihr es hier unten nicht sehen könnt, dann geht ihr bei Fenster. Und habt hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. So wie hier Tracker. Genau, wenn ihr das auf jeden Fall habt, dann nehmt ihr euer Bildchen und geht auf Bewegung verfolgen. Dann habt ihr hier euren ersten Trackpunkt. Den ziehen wir erstmal ein bisschen größer. Je nachdem, wie groß ihr den zieht, braucht After Effects dementsprechend lange zum Rendern. Aber es ist einfach, wenn ihr viel Bewegung im Bild habt, ist es einfach zu empfehlen. Da er dann einfach mehrere, also den, also einen größeren Umfang hat, wo er einfach die ganzen Frames aufzeichnen kann. Genau, wir haben, also ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich habe hier mal einen Punkt gefunden, der so sehr offensichtlich ist und da hervorsticht. Dann gehen hier beim Drehung gehen wir hier drauf und kriegen dann einen neuen Tracking-Punkt, den wir auch gleich mal platzieren werden. Und zwar hier von dem wir hier oben. Also könnt euch, ist egal wo auf dem Bild, je nachdem. Ich habe jetzt einfach mal den Punkt hier gefunden und einfach fand ihr den ganz nett. Und wenn ihr das habt, dann geht ihr einfach nur noch auf das Play-Symbol. Das heißt analysieren. Und jetzt wird er fröhlich vor sich hin tracken. Ja, verfolgen. Wie ihr auch schon sehen könnt, bewegt die Kamera, aber die Punkte bleiben einfach bestehen. Da er jetzt etwas braucht, werde ich die Aufnahme kurz beenden und wir sehen uns gleich wieder. Nun denn, jetzt ist es vollbracht und ich hatte hier jetzt nur 10 Sekunden getrackt, aber ich denke, es reicht völlig, zumindest für meine Anschauungszwecke. So, und jetzt müsst ihr genau das sehen, prinzipiell. Also wenn ihr halt fertig seid, geht ihr nochmal aufs Play-Symbol, was in dem Falle dann ein Stopp-Symbol ist. Und damit könnt ihr stoppen. Aber egal, das findet ihr bestimmt selber raus. Gut, somit haben wir dann das gemacht und dann gehen wir auf, also ihr solltet aufs Ziel bearbeiten gehen und dann gucken, dass ihr denn eure Nullebene ausgewählt habt und halt okay machen. Dann geht ihr hier unten auf Anwenden, wählt die XY-Koordinate aus und dann müsste es bei euch so aussehen. Hier seht ihr dann die ganzen Keyframes, die gesetzt wurden. Dann nehmt ihr, also das könnt ihr dann schließen, zumindest mache ich das. Dann nehmt ihr eure Ebene, die ihr einfügen wollt,
setze die nach oben, dass man die sehen kann. Jetzt ist ein kleiner Trick, und zwar bei den ganzen Aufnahmen, die zum Beispiel einen schwarzen Hintergrund haben, wie diese hier. Es gibt ganz viele auf YouTube, so Projekte und sowas. Die könnt ihr einfach, also das Schwarz könnt ihr einfach raus keyen, sage ich mal. Und zwar beim Modus geht ihr einfach auf Addieren. Dann habt ihr das Schwarze weg. So, und jetzt so guter guter zum Schluss. Mein Gott. Setzt da hier das Ding irgendwo hin, wo ihr haben wollt. Und nehmt den Pickwhip. Hier dieses, ja, Kringelchen. Und zieht es auf die Null-Ebene. Und jetzt habt ihr das verbunden. Das heißt, dass ihr die Koordinaten verbunden habt mit der Ebene. Jetzt tun wir es auf 1. Also auf ganz am Anfang. Blenden hier das mal aus, damit es nicht stört. Also einfach aufs Ei, aufs Auge drücken. Und spielen es mal ab. Ja, es ist geschafft. Cool. Genau, jetzt habt ihr es einfach hinbekommen. Ist eigentlich ganz easy, aber wie gesagt, man kann ziemlich geile Sachen mitmachen. Wie beispielsweise beim Hologramm. Oder seht, kennt ihr bestimmt auch mit 3D-Texten. Oder wie auch immer ihr das da haben wollt. Ups. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war jetzt zwar etwas kurz, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt mir unten rein, was ihr nicht verstanden habt, oder schreibt mir eine Nachricht, dann helfe ich euch. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt ihn einen Daumen nach oben und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr denn als nächstes sehen wollt für ein Tutorial. Jetzt halt nur bezogen auf die Tutorials, was ihr denn sehen wollt, und ich werde mich eure dann annehmen. Also bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.